Das Karl-Marx-Haus in Trier. Im Obergeschoss empfängt den Besucher Jenny von Westphalen, seine Ehefrau. Sie ist weit mehr als nur das. Aufgewachsen in einem liberalen Elternhaus. Der Vater, ein hoher Beamter im preußischen Dienst. In diesem Haus lebt die großbürgerliche Familie in der Belle Etage. Jenny wächst in einer anregenden Atmosphäre auf, mit vielen Freiheiten und Platz für Diskussionen. Sie war eine sehr emotionale junge Frau, aber auch sehr intelligent. Leider konnte sie kein Gymnasium besuchen, aber der Vater hat dafür gesorgt, dass sie doch sehr viel an Weltwissen und an Bildung mitbekam. Im Casino in Trier treffen sich die liberalen Bürger zu politischen Debatten. Auch Jenny interessiert sich für das Geschehen im Deutschen Bund. Sie ist 16, als sie in die Gesellschaft eingeführt wird und bald schon die umschwärmte Ballkönigin. Doch die Verlobung mit einem jungen Offizier lässt sie platzen. Sie hat nur Augen für ihr Schwarzliebchen. Den 4 Jahre jüngeren Karl Marx, den sie seit ihrer Kindheit kennt. Eine intellektuelle Brillanz, aber sicherlich auch sein feuriges, mutiges Wesen. Und er war emotional ähnlich gestrickt wie sie. Und diese Emotionalität, die hat er dann in unendlich viele Worte gepackt, um sie mit Gedichten für sich zu gewinnen. Marx nennt sie seine Herzens-Jenny. Und überschüttet sie mit Versen. Es ist nicht nur die Leidenschaft, die die beiden ein Leben lang verbindet. Jenny teilt auch seine politischen Ansichten, die Forderung nach einer gerechteren Gesellschaft und unterstützt ihn bei seiner Arbeit für die Zeitung. Sie hat aber außerdem im Grunde als Lektorin für ihn gearbeitet, denn sie hat die Texte redigiert. Marx hat oft den Faden verloren, er war ganz ausufernd in seinen Interessen. Und sie kannte ihn und auch das journalistische Geschäft gut genug, um alles in eine klare Form zu bringen. Ohne sie hätten die Verleger sein Manuskript zum Kapital kaum entziffern können. Nächtelang schreibt sie die Texte ins Reine, während die Familie im Londoner Exil oft am Hungertuch nagt. Als Jenny verreist, um Geld bei der Verwandtschaft zu erbetteln, passiert der Vertrauensbruch. Marx schwängert die langjährige Haushaltshilfe Helene Demuth. Nach der Geburt muss sie das Kind weggeben. Sicherlich war Jenny zutiefst verletzt, weil sie ihren Mann eben auch wirklich liebte. Sie hatte gar keine Möglichkeit, jetzt temperamentvoll wirklich zu reagieren oder ihren Mann zu verlassen. Sie hätte mit ihren Kindern völlig mittellos dagestanden. In einem Fragebogen schreibt Jenny als ihr Lebensmotto: Nil desperandum, verzweifle nie. Von Jenny Marx können wir wirklich lernen, den eigenen Interessen zu folgen und sie ernst zu nehmen und dann in bedrängenden Zeiten durchzuhalten.